Als abschließende Frage, weil Sie eben Wladimir Putin angesprochen haben. Jetzt hat er ja am vergangenen Wochenende im russischen Staatsfernsehen noch mal ein Interview gegeben und hat indirekt eigentlich den Westen bereits in den Krieg mit reingezogen. Sehen Sie das als Gefahr an? Wissen Sie, es wird immer von roten Linien gesprochen. Es gibt nur eine einzige rote Linie. Und die wurde am 24. Februar 2022 von Putin überschritten, als er die Ukraine angegriffen hat. Alles Weitere ist ein Kampf der Ukraine, eine Verteidigung. Wir unterstützen sie in der Verteidigung, nicht mit Soldaten, sondern mit Material. Und das werden wir auch weiter tun, damit Wladimir Putin mit seiner Aggression und seinem Imperialismus keinen Erfolg hat. Wir wollen in Frieden und Freiheit leben. Und das kostet seinen Preis. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Danke für Ihren Besuch im Studio und danke wie üblich Ihnen für Ihre deutlichen Worte. Ich danke Ihnen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.